Podcast. This is Doc M. Another Minecraft Video. Genau, soweit war es das hier. Das ist der Bereich, ob wie es ist, denn normalerweise können auch Villager damit fahren und dies geht dadurch, wenn sie hier reingehen. Das kann man hier aber auch schließen oder eben auch öffnen. Und dann seht ihr schon, zack, sofort die ersten paar drin. Denn wenn man hier drüber geht, fallen sie eben da runter. Das wollen wir jetzt aber nicht unbedingt auch noch, denn es reicht eigentlich, wie viele wir hier sonst haben. Ah, jetzt sind eh schon wieder ein paar drin. Ein paar fallen damit hier rein. Also reicht es. Genau. Oh, 20 Kohle. Was will der geben? Müsste uns nichts geben. 26. Was ist das für einer? Der will Emeralds geben. Also ich bin mir sicher, dass der Parcours, den du hier hast, auf jeden Fall für deinen irgendwie ausreichen wird. Weil wenn dir das nicht reicht, was du hier an Villagers hast, dann weiß ich auch nicht, was du damit machen willst. Wir schauen jetzt auf alle Fälle erstmal rüber zur ich sage im Ender. Wo ist mein Minecart? Nee, oder? Ach komm, lass mich doch verarschen. Wie ist es schon ein Villager unterwegs damit? Ist ja gar nicht gut. Nee, ist noch da. Okay. Dann gehen wir jetzt nach oben. Irgendwo wieder nach oben. So, und da, genau. Und schon sind wir hier raus. Aber jetzt probieren wir es nochmal. Und die Sonne geht schon wieder unter. Es ist der Wahnsinn. Das heißt, wir bauen uns nochmal kurz unser Bett auf. Und schlafen nochmal eine Runde. Wunderbar. Aber jetzt nach rund 10.000 Minuten starten wir dann doch mal. Und wir fahren rüber zur Iron Golem Farm. Es ist eigentlich hier so ein Secondary Minecart Streckensystem, das eigentlich nur dazu da sein sollte, falls nämlich hier Villager sterben, diese wieder aufzufüllen. Allerdings glaube ich, hatte die nie wirklich benutzt, also von dem her freuen wir uns darüber. Hier kann man runtergehen, da aber hier unser Minecart liegt, gehen wir einfach mal hier runter. Und ja, so sieht das ganze Prachtwerk hier von unten aus. Wir werden uns eben mal kurz eine Speed Potion anwerfen. Das Ganze liegt deswegen so weit auseinander, denn ich werde euch einen so einen Layer zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Vielleicht sehen wir hier gerade irgendwo hin. Ja, da hinten kommt gerade einer runter. Oder zwei sogar, wow. Denn wenn sie zu nah aneinander sind, dann zählt es nicht. Hä? Ah, sie glitschen, oder? Ja, ey. Überall verglitschte Backkacke, es ist zum Kotzen. Es ist überhaupt nicht toll an 1.3. Der ist immer noch verglitscht, weil sonst würde nämlich die Lampe angegangen sein. Seht ihr? Immer noch da oben. Das ist echt scheiße. Das ist echt mega scheiße. Aber, naja. Machen können wir eh nichts dagegen. Auf alle Fälle werden sie oben und unten gespawnt und treiben dann eben durch die Wasserkanäle in die Mitte. Und bevor ich das in der Mitte zeige, zeige ich euch erst noch, wie so ein Layer hier aussieht, damit ihr eine Vorstellung habt. Ja genau, ich hau mich einfach mal oben drauf und nochmal daneben. Und wenn du jetzt wieder nicht triffst, dann bringe ich mich um, weil ich dann nämlich sterben würde. So, ihr seht hier, hier ist ziemlich viel Eisen verbaut. Auch hier oben drüber. Ich kann mich jetzt leider noch nicht hoch teleportieren, weil ich sonst wahrscheinlich drauf gehen werden würde. Aber das Wichtige ist erstmal eh nur hier. Und wir haben jetzt natürlich auch wieder gar nichts dabei. Wir machen mal hier die Türen auf. Genau. Also ihr seht, so eine Ebene, es hat einen Haufen Türen rundherum. Im Prinzip in allen Richtungen nur Türen. Bis auf 4
kleine Kerbungen, wo 5, 6 Villager drinnen sind. Und die dafür sorgen, dass das hier quasi als Dorf zählt. Denn so viele Türen und so viele Villager ergibt dann quasi gleich, Iron Golem kann gespawnt werden. Und deswegen spawnt ja, glaube ich, alle 8 Minuten ein Village, ein Iron Golem. Denn das hier ist der Turm. Leider nicht ganz sicher, wie ihr hier seht. Und da fallen quasi die ganzen von oben nach unten durch. Und wir werden uns den anderen anschauen, weil ich glaube, der andere ist besser ausgeleuchtet als der hier. So, jetzt müssen wir bloß nochmal hier wieder hochkommen. Genau. So. Na, gehen wir wieder runter. Und ihr seht, der ist ziemlich komplett aus Eisen gebaut. Und wir werden in dem mal kurz reinschauen. Ey, verkackt. Nochmal verkackt. So, nicht mehr verkackt. Diese Bereiche hier mussten offen sein. Das sieht man auch hier nach oben. Sie sind offen. Denn wenn die Blöcke nämlich drüber haben, dann zählt das Ganze hier nicht als Village oder als Dorf. Und somit müssen immer ein Airspace drüber sein. Und deswegen sind hier so Einkerbungen. Dann kann man hier, glaube ich, reingehen. Genau, hier rüsten wir uns auch lieber erstmal mit dem Schwert aus. Man weiß ja nie. Aber seht, der Turm ist ein bisschen ordentlicher gebaut und ein bisschen besser ausgeleuchtet. Von hier innen sieht man gar nicht so viel Eisen. Allerdings von außen ist halt nochmal ein bisschen was dazugekommen. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Er geht quasi mit zwei Vertical Wirings nach oben und ich nach unten, indem ich einfach runterfall. Jeweils gleich und halt bis nach oben. Und da das halt das Problem ist, hier aus, hier an, hier aus, hier an, ist einmal hier, das quasi geht nach unten. Hier ist wieder aus und hier ist wieder an. Hier geht es nach oben, wieder aus, wieder an, wieder aus. Und nochmal runter. wieder an, wieder aus, wieder an, wieder aus, wieder an, wieder nach unten. Und so quasi den ganzen Weg. Ich hoffe, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, soweit ich weiß. Oh, 70 für FPS, 60 FPS. Ist ja krass. Hat wahrscheinlich gerade wieder eine neue Datei angefangen. Finde ich ganz toll. So. Jetzt sind wir hier oben und ihr seht schon, dass die FPS wieder auf 30 sind. Dass hier ein bisschen mehr Eisen verbaut ist, als man eigentlich haben kann. Ne? Das ganze Eisen hier wurde alles durch den Iron Golem oder durch die Iron Golems gespendet, möchte man fast sagen. Und jetzt brauche ich nur noch hier... Ah, jetzt habt ihr gerade gesehen, das Licht ist angegangen. Warum auch immer. Scheiße, der geht weit. Ah, okay, wir sind wieder außerhalb. Scheiße. Einmal rausgefloppt. Genau. Ja, auf alle Fälle nochmal hochgehen tue ich da jetzt leider nicht. Oder ich kann es mal probieren. Dass ich mich dann auf den anderen quasi rüber switch. Oh, verkackt. Voll verkackt. Nochmal voll verkackt. Nee, das wird so nix. Ihr habt es ja ungefähr gesehen. Da oben ist dann im Prinzip eh nur nochmal das gleiche wie hier unten. Und hier seht ihr die ganzen verglitschten Mobs. Ja, der ist gar nicht verglitscht. Aber die hier sind verglitscht. Denn ich kann hier einfach durchgehen und die hauen. Da passiert mir gar nichts. Wobei der scheint vielleicht sogar reell zu sein. Genau, der ist reell. Oder reeller, sagen wir mal so. Ah, jetzt sind sie da. Okay. Dann gehen wir da nochmal raus. Und jetzt seht ihr, glaube ich, auch gleich... Genau, jetzt sind sie reell. Wenn sie drüber gehen, dann geht hier das Licht an. Und gehen dann eben hier weiter bis zur Mitte. Wo sie dann quasi gesammelt werden. Und zwar hier vorne. Ah, hier ist auch gerade einer. Wahrscheinlich auch ein Glitchy, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist einer. Und hier drin befinden sich halt dann die ganzen Iron Golems. Momentan schauen wir auf 35 Iron Golems. Ist nicht gerade so viel, aber ich würde sagen, für einen kleinen Test reicht's. Wir können mal probieren, dagegen zu laufen. Ah, okay, es sind noch nicht so viele.
dass sie uns gleich zurückhauen. Aber ich würde sagen, sie reichen, um mal richtig in Flammen gesetzt zu werden. Und das Geräusch ist super nervig. Deswegen machen wir das auch mal ganz kurz hier aus, so gut wie. So, brennt weiter bitte. Ich will schließlich auch das Eisen haben. So, hinne. Genau, dann machen wir hier wieder Sound auf. 11. Ah, einer ist noch da, egal. Genau, und dann bekommen wir hier ganz schönes Eisen. Der Villager, der da weiterleben von mir aus. Und zack, zack. Nicht so viel, wie gesagt, nur knappe 2,6. Aber ich würde sagen, die reichen auf alle Fälle, denn er hat ein bisschen mehr davon. Ich weiß gar nicht, ah, okay, alles ist nicht voll. Nee. Aber ihr habt gesehen, einiges ist befüllt und das ja alles, wenn du das abbaust, dann da gibt es auch einiges. Hier drin, jetzt kann ich nicht mehr gehen. Okay, verglitscht. Farmer, Butcher, Librarian. Hier genau, hier waren die ganzen verschiedenen Villager drin. Die wollte er damals, glaube ich, hat er glaube ich schon geahnt oder gewusst oder gehofft oder in Snapshots oder so, dass sie sich eben breeden lassen. Und dann hat er hier nämlich schon die alle quasi aufgestellt. Nur dann gab es wieder das Problem, dass sie sich irgendwie durch die Wand verdupliziert haben und somit haben sie quasi dann hier wieder angefangen sich zu breeden und unendlich zu werden und deswegen musste er die alle töten. Das hier ist ein kleiner Auffangbehälter, so ein Zwischenbehälter. Hier wollte er mal eine ganze Armee machen und die dann hier quasi auf einmal loslassen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Oder er hat es mal gemacht, aber dann waren hier quasi überall Iron Golems und ich fand es jetzt auch nicht so besonders. Hier gibt es wieder eine Enderpearl-Aufladestation. Funktioniert die so lange, wie man draufsteht, oder was? Ist ja geil. Das Design ist glaube ich, cool. Ach, da hinten geht's raus. Okay. Ganz einfach, so wie es ausschaut. Einfach nur durch ein Delay verlängert immer. Und hier sind schon wieder irgendwo die Iron Golems am rumgammeln. Ah, hier oben ist er. Genau. Ja, und wir gehen hier wieder hoch, denn ich würde sagen, für die heutige Aufnahmesession reicht das auch wieder. Wir haben jetzt eigentlich so gut wie alles in der Oberwelt abgedeckt. Das heißt, im Prinzip gibt es eigentlich nur noch zwei Bereiche. Na gut. Das Wichtigste in der Oberwelt haben wir natürlich noch nicht. Scheiße. Fast vergessen. Aber dem Bereich hier, da können wir ja schon mal ein bisschen in die Nähe gehen. Und der Hölle und dem End werden wir uns das nächste Mal widmen. Genau, so sieht's aus. So und nicht anders. Aber für heute reicht das erstmal wieder. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Episode. Wenn ihr euch das so anschaut, muss da doch fast Freude aufkommen. Ja, da gehen wir nächstes Mal rein. Und wir sehen uns dann hoffentlich dort. Bis dahin, euer Grips-Game sagt wie immer Tschaußen. Bis dahin, Servus.